Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. Wieder Home Alone. Ihr habt es ja wahrscheinlich schon im Titel gelesen. Armin ist heute Morgen nach Kroatien geflogen und macht da Urlaub mit einem Freund von ihm. Und es ist ein neuer Versuch für mich, wieder gut mit der Situation klarzukommen. Und habe mir dieses Mal überlegt, dass ich nicht so viel für die Wohnung mache oder irgendwas alleine, um mich abzulenken, sondern dass ich mich einfach viel treffe und irgendwas unternehme. Das heißt, ich gehe morgen zum Sport, danach bin ich noch auf den Geburtstag eingeladen und Sonntag bin ich bei meinem Papa und Montag kommt Armin schon wieder. Ich muss mal gucken, ob sich da irgendwie noch was ergibt oder ob ich die Zeit sonst anders fülle. Ich habe auch eigentlich relativ viel geplant für die Zeit. Ich glaube, das ist auch ganz gut. Da ich ja morgen auf dem Geburtstag eingeladen bin, muss ich jetzt noch spontan ein Geschenk basteln, weil ich mich damit irgendwie einfach wieder wie so spät mit beschäftigt habe. Gerade läuft ja die EM und heute, ich weiß gar nicht mehr, wer heute noch spielt. Ich weiß nur, dass ich das unbedingt gucken wollte. Genau, Polen gegen Österreich spielt und Niederlande gegen Frankreich. Und ja, die Spiele werde ich auf jeden Fall heute noch gucken. Ich glaube, ich mache mir jetzt gleich das, in einer Viertelstunde geht das Spiel los, also mache ich mir jetzt gleich den Fernseher an. Wir fangen einfach mal an. Gerade weiter Fußball. Ich gucke jetzt gerade Niederlande gegen Frankreich und es ist gerade irgendwie nicht ganz so spannend. Also Frankreich hat mega stark angefangen und jetzt lassen die voll nach, aber ich gucke jetzt noch die 7 Minuten bis zur Halbzeit und habe jetzt auch das Geschenk fertig gemacht. Ich gucke jetzt erstmal Fußball weiter und ich weiß gar nicht, ob ich heute noch so viel mache. Wenn nicht, dann melde ich mich morgen. Ich habe euch ja gestern erzählt, dass ich eigentlich auf den Geburtstag eingeladen bin. Der wird aber abgesagt, weil einfach viel zu wenig Leute können. War auch sehr spontan, aber richtig schade, weil ich habe jetzt gestern voll viel Zeit damit verbracht, das Geschenk fertig zu machen. Deswegen kann ich euch das jetzt nicht mal zeigen. Irgendwie ärgert mich das gerade. Ich kann es aber komplett verstehen. Ich fahre jetzt aber zum Pol. Es regnet aber gerade, deswegen habe ich jetzt noch eine Jacke drüber gezogen. Und dann fahre ich gleich los. Und habe jetzt absolut keinen Plan, was ich heute Nachmittag oder abends machen soll, weil ich eigentlich die Zeit dafür reserviert habe. Ja, muss ich mir irgendwie überlegen, was ich in der Zeit machen kann. Ich hatte schon nach einem Kinoprogramm geguckt, aber da läuft heute einfach nichts Gutes. Zumindest in dem Kino nicht, wo wir sonst immer hingehen. Ich muss mal gucken, vielleicht in einem anderen Kino. Sonst bin ich gerade irgendwie ein bisschen überfragt, was ich machen kann, weil ich eigentlich Lust hatte, irgendwie was zu unternehmen, also halt nicht nur zu Hause zu sein. Aber bei dem Wetter habe ich jetzt auch nicht ganz so viel Bock, wirklich draußen zu sein, sondern halt irgendwas halt woanders zu unternehmen als zu Hause. Naja, ich guck mal. So, ich war jetzt gerade beim Pole Dance und jetzt fahre ich nach Hause. Ich habe irgendwie immer noch keinen Plan, was ich heute machen möchte. Aber ja, ich fahre jetzt erstmal nach Hause. Ich bin richtig fertig. Wir haben heute ganz viel Kraftübung gemacht und konnte noch viel üben, was ich einfach noch nicht hinbekomme. Also war richtig erfolgreich und tat es auch gut, sich nochmal zu bewegen. Aber ich fahre jetzt erstmal nach Hause und dann esse ich, glaube ich. Ich habe gerade ein paar Stunden geschlafen und ich bin richtig froh, dass ich das gemacht habe. Ich war so fertig nach dem Sport heute. Keine Ahnung, warum ich heute so fertig war.
aber dass ich mir keinen Druck gemacht habe, irgendwas zu unternehmen, sondern ich habe halt überlegt, was kannst du machen. Und dann habe ich noch mit Armin telefoniert, der gerade am Strand lag. Ach, ich bin so neidisch. Ja, nicht wundern über die Hintergrundgeräusche, die Spülmaschine läuft gerade. Ja, und jetzt habe ich überlegt, was könnte ich machen. Und bin gerade so ein bisschen auf YouTube versagt und habe mir eine Pitch Perfect Playlist angemacht, die mir gerade vorgeschlagen worden ist. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, es gibt ja diese Mix Playlists auf YouTube und manchmal werden die mir bei der Startzeit vorgeschlagen und dann versinke ich da drin ganz schnell und lasse das ewig durchlaufen und singe mit und bin voll im Fieber. Und jetzt dachte ich, könnte ich mir so einen Girls-Abend machen. Guck mal ein paar Filme, die ich... Also ich habe einen gefunden, bei dem ich sicher bin, dass ich ihn noch nicht gesehen habe, der aber auch so ein bisschen girly ist. Der ist mit Zac Efron und... Also da spielt auch Anna Kendrick mit, deswegen kam ich halt auf diesen Film. Da brauchen die so ein Wedding Date und das sind so zwei Partymäuse und die Girls halt auch und irgendwie finden die sich dann, keine Ahnung. Klingt aber ganz gut, der ist auch nur 1,5 Stunden. Aber ich gucke gleich mal, in welchem Mut ich bin. Ich überlege gerade, was ich mir zu essen mache. Ich hätte noch so ein Aufbackbaguette mit Knoblauch drauf. Oder ich hatte am Donnerstag Nachos gegessen mit Käse überbacken und das war so nice. Und ich habe noch ein bisschen was von beidem da. Das könnte ich natürlich auch machen. Das wäre zum Film natürlich auch ganz nice. Ja, ich weiß es noch nicht. Muss ich mir gleich mal überlegen. Eigentlich wollte ich auch das Wochenende ein bisschen lesen. Ich kriege mich aber nicht so gut abgelenkt. Also irgendwie kriege ich das mit dem Lesen nicht, wenn ich alleine zu Hause bin. Vielleicht klappt es ja morgen besser. Aber ich habe dann auch überhaupt keine Muße zu lesen. Also wenn ich weiß, dass ich länger alleine bin, wenn ich jetzt mal einen Abend alleine bin, ist das gar kein Problem. Da habe ich auch Bock zu lesen, nehme mir dafür auch gerne die Zeit. Aber wenn ich jetzt weiß, ich bin halt mehrere Tage alleine, dann brauche ich, glaube ich, so richtig Ablenkung. Also mich mit irgendwelchen Leuten treffen oder irgendwas gucken oder hören. Ich habe heute zum Beispiel ganz lange nach dem Sport die 3 Fragezeichen gehört. Für mich ist es einfach pure Kindheit. Ich liebe das so sehr. Und eigentlich höre ich das immer zum Einschlafen. Aber ich hatte, oder so beim Aufräumen und Putzen und so. Ja, so viel zu meinem Plan. Ich hätte gedacht, ich habe heute mehr vor und schaffe mehr. Aber ich will mir da auch gar keinen Stress machen. Sondern ich soll ja versuchen, die Zeit zu genießen. Zumindest habe ich mir das vorgenommen. Und bis jetzt klappt es in Ordnung, würde ich sagen. Also es war schon schlechter. Ich mache, glaube ich, Schritte nach vorne. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic. Wir haben jetzt 2:10 und ich gehe jetzt ins Bett, aber vorher räume ich noch auf, weil ich habe voll das Chaos veranstaltet. Ich habe jetzt gerade noch einen Film angefangen, ich werde den aber nicht mehr zu Ende gucken. Ich glaube, der geht noch 1 Stunde und dann bin ich morgen fix und fertig. Beziehungsweise heute. ich räume jetzt noch auf und dann gehe ich schlafen. Und dann hoffe ich, schlafe ich morgen nicht zu lange, weil ich ja morgen noch zu meinem Papa fahre. Da wollte ich auch noch Kuchen mitbringen. Und was ich morgen Nachmittag mache, weiß ich noch nicht genau. Morgen Abend spielt aber, oder heute Abend, spielt noch Deutschland. Das muss ich auf jeden Fall gucken. Aber ich glaube, dass ich das tatsächlich zu Hause gucken werde. Das wäre, glaube ich, auch das erste Deutschlandspiel, das ich zu Hause gucke. Weil die ja relativ spät spielen. Ich glaube, um 21 Uhr. Ich glaube, wenn ich unterwegs bin, dann bis ich nach Hause fahre und so, ist mega spät. Und ich muss ja Montag früh wieder arbeiten. Und es wäre irgendwie blöd, wenn ich dann mega müde bin. Vor allem, wenn Armin morgen, übermorgen nach Hause kommt. Er kommt nämlich abends nach Hause, ich glaube auch um 11 Uhr. Und dann möchte ich halt irgendwie noch fit sein.
ja, ich rede zu viel. Ich räume jetzt auf und dann gehe ich schlafen und dann sehen wir uns morgen wieder. You can say I lost my mind. I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down. Even if the sky is falling down. The sky is falling down. Ich habe mich jetzt bereits umgezogen. Ich habe so einen weißen Rock an. Kann man das sehen? Ich stelle euch mal ein bisschen weiter nach unten, könnt ihr was sehen. Also, den Rock habe ich an. Ich liebe den, ich finde den richtig schön. Und dazu habe ich einfach ein braunes Top angezogen. Der Rock ist von Bershka. Und das Top weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, wo ich das her. Das ist auch schon relativ alt. Da gibt es ja ganz verschiedene, die wahrscheinlich sehr ähnlich sind. Also, ich werde mich jetzt nur ganz grob schminken. Weil heute endlich mal ein richtig schöner Sommertag ist. Nachdem er gestern nicht ganz so super war, bin ich jetzt richtig froh, dass es heute so schön ist. Aber es ist auch jetzt schon richtig warm. Ich bin ein Sommerfan, aber ich bin nicht so ein riesen Fan davon, wenn es so super warm ist, muss ich sagen. Also so 30 Grad sind noch okay. Alles darüber ist für mich irgendwie eine Qual. Aber ich weiß gar nicht, wie warm es heute werden soll, aber es ist jetzt schon so warm. Und wenn man so aufwacht und es ist schon so warm, ist das schon irgendwie anstrengend. Und wir haben leider noch keine Vorhänge oder einen Sonnenschirm auf dem Balkon. Und wir haben so eine riesen Fensterfront und da scheint morgens dann auch direkt die Sonne rein. Und da haben wir natürlich auch keine Rollläden. Das heißt, wir können die auch nachts nicht irgendwie runter machen oder so, dass es dann gar nicht so heiß wird, aber dann... Wenn man hier aufsteht, dann ist es halt schon direkt richtig warm. Ja, müssen wir uns irgendwie mal drum kümmern. Weil man das halt hier auch nicht so schnell wieder kalt kriegt, weil es halt Dachgeschoss ist. Naja. Aber das sind dann auch wieder so First World Problems. Ich bin ja jetzt schon froh, dass es überhaupt warm ist. Und fahre jetzt gleich zu meinem Papa. Ich müsste jetzt auch eigentlich gleich schon los. Ich bin irgendwie spät dran. Ich bin um 21:45 aufgestanden. Dabei habe ich richtig lang im Bett gelegen und konnte nicht schlafen. Also ich bin um 3:30, glaube ich. Also da habe ich zumindest das letzte Mal auf die Uhr geguckt. Eingeschlafen. Irgendwie, keine Ahnung, ging das gestern gar nicht gut. Ich weiß nicht. Ich war um 2:10, ja. Habe ich ja alles fertig gemacht und bin dann ins Bett gegangen und konnte dann ewig nicht schlafen. Deswegen habe ich jetzt auch nicht ganz so lange geschlafen. Aber mir fiel das Aufstehen gar nicht so schwer. Aber ich habe jetzt auch schon gefrühstückt und einen Kaffee getrunken. Ja, mehr eigentlich auch noch nicht gemacht. Aber ja, irgendwie dachte ich trotzdem, ich wäre ein bisschen schneller. Aber wir haben jetzt schon 11 und in einer Stunde... möchte ich bei meinem Papa sein, zumindest sind wir da halt verabredet. Und ich muss noch Kuchen holen. Und ich fahre halt auch ein Weilchen dahin. Naja, aber ich schaffe das bestimmt irgendwie. Ich schminke mich jetzt noch schnell zu Ende. Und wie es ist. Ich bin fix und fertig. Ich habe auch heute echt kaum gefilmt. Ich bin von meinem Papa nach Hause gefahren und hatte irgendwie so einen emotionalen Zusammenbruch. Irgendwie ging es mir gar nicht gut. Ist jetzt der dritte Tag alleine und irgendwie weiß ich auch nicht, ist es heute so ein bisschen auf mich eingebrochen. Ja, aber ich habe mich jetzt in mein neues Deutschland-Trikot geworfen. Wir haben uns tatsächlich zwei bestellt.
und habe meins noch aus dem Briefkasten fischen müssen, beziehungsweise die kamen am Freitag schon, aber unsere Klingel war kaputt und dann konnten die halt nicht das Paket abgeben und haben dann halt so ein Paket, also so ein Packstationenwisch in den Briefkasten gepackt. Armin hat aber den Briefkastenschlüssel an seinem Schlüssel. Und dann habe ich mit einem Lineal und Kreppband versucht, den Schein rauszufischen. Das hat auch funktioniert. Und dann war ich noch vorhin bei der Packstation und habe mir dann mein Trikot abgeholt. Armins kam gestern an und das hat dann halt funktioniert. Ja, aber jetzt bin ich in meinem Trikot und ja, wie gesagt, fix und fertig. Ich war gerade joggen, weil ich einfach gar nicht mehr klar kam und ich dachte, ich muss jetzt irgendwie einfach rennen und irgendwie alles loslassen. Und das hat auch ganz gut funktioniert, außer dass ich fix und fertig bin. Ich glaube, man sieht es ja auch an, ich bin immer noch mega rot und ich bin jetzt seit einer halben Stunde wieder zurück. Ich werde aber auch gerade schnell duschen, also zumindest den Körper abgeduscht. Und ja, eine Viertelstunde spielt Deutschland und das gucke ich mir jetzt hier an. Ich hatte erst überlegt, woanders zu gucken, aber ich fühle mich einfach nicht danach, woanders hinzufahren. Und wäre jetzt auch alles echt knapp geworden. Deswegen freue ich mich, das jetzt hier auf der Couch zu gucken. Ich hätte überlegt, vielleicht gleich noch irgendwie was zu backen. Ich habe irgendwie Bock. Und ja, dann gucke ich mal, wie viel ich noch schaffe. Eigentlich müsste ich noch bügeln, staubsaugen und das Bad putzen. Das kann ich aber rein theoretisch morgen nach der Arbeit noch machen, bevor Armin kommt. Ich wollte halt, dass alles schön ist, bevor er wiederkommt, damit er sich auch direkt wohlfühlt und nicht anfängt, dann hier noch sauber zu machen. Genau, ich habe jetzt gerade eh noch eine Wäsche laufen und ja, ich glaube, ich gönne mir jetzt ein Eis. Ich finde, ich habe das verdient. Ich war gestern ja beim Pole, heute habe ich, also war ich jetzt joggen. Ja, ich finde, ich habe mir jetzt ein Eis reichlich verdient. Und wollte ich noch irgendwas sagen? Ich weiß es nicht. Ich habe auf jeden Fall ein bisschen Schiss vor morgen früh. Ich kann ja morgens einfach nicht gut aufstehen. Ich höre einfach meinen Wecker nicht. Und ja, morgen ist es wieder soweit. Freitag bin ich ja noch mit Armin zusammen aufgestanden. Das hat wunderbar funktioniert. Aber ich weiß halt nicht, wie es morgen klappt. Aber vielleicht macht mich ja morgens dann die Angst ein bisschen wach. Mal gucken. Trees are in green, the ocean is grey, sky is a vague blue, come away. My room is a mess, it could use a hand. My favorite TV shows to capture in. I know my scatter right, must get back in the fight. This can't be a surprise. I'm sleepwalking through all of my problems. No, I can't make it through. Every night is the same. I keep running fast, left and right, wondering where my head's gonna. I'm sleepwalking through all of my problems. No, Armin ist jetzt endlich wieder zu Hause. Es sind schon ein paar Tage vergangen, aber ich dachte, wir genießen erstmal die Zeit und dann drehe ich in Ruhe das Outro. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dem Video, auch wenn ich etwas viel geredet habe. Ich hatte irgendwie extrem Redebedarf. ja, wenn ihr noch Tipps habt, was man alleine machen kann, um sich irgendwie abzulenken, schreibt die unbedingt in die Kommentare. Wir können uns da bestimmt irgendwie gegenseitig helfen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben und lasst ein Abo da. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Left and right.